Wir kommen zur zweiten Aufgabe zum Thema zeitliche Abgrenzung. Zunächst bitte mal hier unten rechts durchlesen, was überhaupt die Situation ist. Also hier bei der Situationsbeschreibung kurz mal lesen. Am 1.11.2015 zahlten wir die Kfz-Versicherung für 3 Monate im Voraus. Der Betrag von 150 Euro wurde von unserem Bankkonto abgebucht. Also 150 Euro für Versicherung werden abgebucht. Das ist hier oben dargestellt. Zahlung am 1.11., also hier. Erfolgt eine Zahlung für Versicherung für 3 Monate Versicherung. Da Monate möchte ich mal kurz gelb markieren. Es geht also um diesen Zeitraum. Wir können ja deutlich sehen, dass der Zeitraum dieser 3 Monate offenbar in 2 Jahren liegt. 2 Monate davon, November und Dezember, liegen noch in 2015, wobei 2016 den Monat Januar hat. Und das ist eben genau das Problem, das ist der Ansatz, bei dem wir irgendwie etwas mit der zeitlichen Abgrenzung machen müssen. Damit wir diese besser verstehen, wollen wir aber erstmal es nach der alten Methode machen, also so, als gäbe es überhaupt gar keine zeitliche Abgrenzung. Wir buchen also hier so ganz normal, wie wir einen Versicherungsaufwand am 1.11. in 2015 auch gebucht hätten. Wir machen also erstens, bilden Sie den Buchungssatz für die Abbuchung des Versicherungsbetrags. Dazu werde ich mal hier kurz reinzoomen auf der linken Seite. Ich gehe dazu mal hier kurz rein, kann man ein bisschen besser sehen. Und Versicherungsaufwand, wenn der gebucht wird, wissen wir, müssen wir die 150 Euro im Soll von Versicherung buchen. Es ist ja ein Aufwand, wir schreiben da 150 Euro rein. Und die Gegenbuchung erfolgt natürlich im Konto Bank hier unten, deswegen kommen hier auch nochmal die 50 Euro rein für die Bankabbuchung. Schnell noch die beiden Gegenkonten davor schreiben. Ups, nein, das sind 150 Euro. Und jetzt können die Gegenkonten davor. Und auf der anderen Seite natürlich. Bisher, wie gesagt, nichts Neues. Das können wir ja schon. Wir haben einen Versicherungsaufwand ganz normal gebucht. Das Ding folgt übrigens dem Buchungssatz Versicherungen an Bank. Nichts Ungewöhnliches. Jetzt wollen wir auch mal so wie immer Versicherung über G&V abschließen, so als gäbe es kein Problem. Wir machen also den Versicherungskonto abschließen über G&V. Und da oben natürlich noch Schlussbestand bilden für die G&V. Und die Gegenbuchung erfolgt natürlich hier oben im Konto G&V im Soll. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen natürlich nur noch Bank über SBK abschließen. Das ist eine Nebensache im Prinzip. Wir machen es nur noch mal schnell pro forma. Und dann den Schlussbestand bilden, 70.000 minus 150 Euro. Der Schlussbestand kommt ins SBK. So, diese Bankabschlussgeschichte wurde im Prinzip nur nochmal dargestellt, damit man weiß, natürlich, Bank wird auch irgendwo abgeschlossen. Wir sind ja hier, das ist ja ein ausgeschnittenes System aus einem gesamten Kontenschema. Das galt ja halt quasi nur dem Zweck, mal kurz zu zeigen, wo jetzt die Konten abgeschlossen werden. Das eigentliche Problem ist hier oben. €16.050, so ist der Gewinn in 2015, wenn wir hier Versicherungen in Höhe von 150 Euro buchen. Wir berechnen mal hier drüben die Versicherung für, also den Gewinn für 2016 nach demselben Schema. Und wir rechnen 81.000 Euro minus alles, was da oben steht. Und wir kommen auf einen Gewinn von 14.600 Euro. Wenn wir jetzt die beiden Gewinne miteinander vergleichen, einmal hier drüben 16.050 Euro und hier 14.600 Euro, so lässt sich sagen, dass der Gewinn in 2015, die 16.050 Euro, um 50 Euro zu niedrig ist, weil wir hier oben ja eigentlich hätten nur 100 ansetzen müssen. Und hier ist der Gewinn eben um 50 Euro zu groß, weil der eigentlich Versicherungsaufwand in Höhe von 100 Euro noch hier reingehört. Und dass die periodengerechte, also die zeitliche Abgrenzung soll gerade eben diesen Effekt verhindern. Wir wollen dafür sorgen, dass in der G&V des jeweiligen Jahres genau der richtige Aufwand landet. Unser Ziel ist es also mit der zeitlichen Abgrenzung, die wir jetzt im nächsten Beispiel machen werden, dass hier Versicherungen von 100 landen und in der G&V 2016 Versicherungen in Höhe von 50 Euro. Wir machen also die ganze Aufgabe nochmal.
diesmal unter Berücksichtigung der zeitlichen Abgrenzung. Dazu scrolle ich mal hier runter. Hier habe ich schon alles vorbereitet. Wir sehen hier dieselbe Aufgabe nochmal, bloß hier unten erscheint ein Konto ARA, das uns gleich in irgendeiner Weise helfen soll. Ich zoome mal kurz hier nochmal rein in diesen Bereich. Und zwar habe ich hier wieder einmal gebucht, Versicherung 150 Euro, an Bank mit 150 Euro, daran lässt sich nichts machen. Wir haben nämlich tatsächlich die 150 Euro überwiesen, also müssen wir sie auch buchen. Jetzt wollen wir es schaffen, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass hier oben Versicherungen in Höhe von 100 Euro landen. Das ist genau unser Ziel. Und wir fragen uns, wie denn das neue Konto ARA, das wir hier haben, uns helfen kann, dass wir hier oben nur Versicherungen im Wert von 100 Euro hinbekommen. Die Logik ist die folgende. ARA muss beim Konto Versicherungen haben, hier, dafür sorgen, dass dort 50 Euro landet, damit das Konto Versicherung durch Abschluss über G&V nur noch in Höhe von 100 Euro abgeschlossen wird. Wir probieren das mal. ARA sagt also, ich nehme mir hier 50 Euro, also hier unten, haben wir jetzt 50 Euro bei ARA, und buche das Ganze hier oben gegen bei Versicherung, noch die Namen der Gegenkonten schnell davor. Und dadurch schaffen wir es, wenn Versicherung sich jetzt im nächsten Moment über G&V abschließen will, dass das eben nur noch mit 100 Euro geht. Also ARA hat es geschafft. Übrigens, ARA steht für aktiver Rechnungsabgrenzungsposten. Ist einfach ein Name, den man diesem Ding gegeben hat. Also der aktive Rechnungsabgrenzungsposten hat es durch diese Buchung hier eben geschafft, dass ich im nächsten Schritt durch die Schlussbestandsbildung nur noch 100 Euro hier oben zu stehen habe. Diese Buchung hat den Buchungssatz ARA an Versicherungen mit 50 Euro. Und wir bilden diesen Buchungssatz immer am Ende des Jahres. Nicht vergessen, wir sitzen also am 31.12., wollen gerade unsere G&V abschließen, unser letztes Konto Versicherung, und stellen fest, Moment mal, ich kann Versicherung nicht einfach so abschließen, sonst würde ja 150 Euro in der G&V 2015 landen. Ich hole mal eben das Konto ARA, das dafür sorgt, dass genau der richtige Betrag an dieser Stelle gebucht wird, damit später durch Schlussbestandsbildung nur noch 100 Euro Versicherung hier oben landet. Mal sehen, ob wir das auch hinbekommen haben. Wir schließen Versicherungen ganz normal jetzt über G&V wie immer ab. Sie wissen, wie das geht. Dazu gehen wir hier rüber und bilden hier unten erstmal die Summe. Dann rechts rüber. Und wir bilden den Schlussbestand. 150 minus 50 ist eben genau 100. Und die Gegenbuchung erfolgt im Soll von G&V. Geschafft. Was hat ARA nun nochmal gemacht? ARA kam also als Hilfskonto vorbei und fragte sich, was muss ich hier rausbuchen bei Versicherung im Haben, damit nachher durch Schlussbestandsbildung hier oben Versicherung nur noch für 100 Euro ankommt. Und das ist genau das, worum es ging. Wir wollten ja eben dafür sorgen, dass wir durch diese geschickte Schlussbestandsbildung den Effekt erzielen, dass wir November und Dezember, nämlich diese beiden Monate, die wir ja noch hatten, mit den 100 Euro, dass eben nur der Aufwand von Kfz-Versicherungen in Höhe von diesen beiden Monaten, also in Höhe von 100 Euro, hier landet. Und wir müssen uns jetzt nur noch anschauen, wie ARA das hinbekommt, dass die 50 Euro hier im Januar gleich gebucht werden als Aufwand. Was passiert nun mit dem Konto ARA? ARA schließt sich genauso wie Bank über das Konto SBK ab. Ich nehme mal kurz den Buchungssatz raus, der stört. Wie gesagt, Bank und ARA schließen sich ganz normal über SBK ab. Ich fange mal mit Bank an. Und hier kommt die Differenz zwischen 70.000 und 150 Euro hin. Und die Gegenbuchung der 69.850 des Schlussbestandes im SBK im Soll. Und genauso schließt sich auch ARA ab. ARA steht für aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Aktiv ist also Aktivkonto, wird wie jedes andere Aktivkonto über SBK abgeschlossen. Und der Schlussbestand von ARA natürlich 50 Euro. Und die Gegenbuchung im SBK im Soll.
Nun ist ARA abgeschlossen und der Buchungssatz für den Abschluss des Kontos ARA über SBK lautet natürlich SBK an ARA 50 €. Jetzt merken wir, warum wir vorhin in der Aufgabe zuvor die Abschluss- und die Eröffnungsbuchungssätze geübt haben, damit jetzt klar ist, dass das hier natürlich nur der Buchungssatz SBK an ARA sein kann. Später brauchen wir noch nicht mal mehr Konten, sondern wissen durch den Buchungssatz automatisch, wie ARA und die anderen Konten später abgeschlossen werden. Das Jahr 2015 ist hiermit zu Ende und wir haben genau das erreicht, was wir wollten. Wir haben erreicht nämlich, dass hier oben Versicherungen in Höhe von 100 € jetzt stehen, wo vorher 100 € gestanden haben. Und wir werden gleich sehen, dass ARA so arbeitet, dass eben die 50 € die ARA quasi mit über die SBK rüber transportiert ins nächste Jahr, dort landen, wo sie auch hin müssen. Das Jahr 2015 ist zu Ende, wird abgeschlossen, ganz normal. SBK wird abgeschlossen, G&V wird abgeschlossen, die anderen Konten halt, die immer so halt mitspielen, die so beendet werden müssen. Und das neue Jahr beginnt 2016 und ARA eröffnet sich über das Konto EBK wie jedes andere Konto ganz normal. Wir haben also im neuen Jahr EBK, ARA muss ja natürlich erscheinen im Haben, da Aktivkonten im Haben eröffnet werden. Hier mit 50 € und die Gegenbuchung erfolgt im Soll des Kontos ARA, da sich ja ARA quasi eröffnet, also der Eröffnungsbestand von ARA im Soll von ARA. Damit ist ARA eröffnet. Das passiert am 01.01. des neuen Jahres und das Ganze folgt dem Buchungssatz ARA an EBK. Und im nächsten Moment wird also gleich als Anschluss daran, wird ARA über das Konto Versicherung abgeschlossen. Wir schließen ARA wie immer ab. Und ARA schließt sich über das Konto Versicherung ab. Da die 50 € hier bei ARA am 5, haben gebucht wurden, landen sie bei Versicherung im Soll hierhin. Der Buchungssatz hierfür lautet selbstverständlich Versicherungen an ARA mit 50 €. Und jetzt am Ende des Jahres wird Versicherung wieder abgeschlossen werden über die G&V. Also wir buchen jetzt erstmal die ganzen anderen laufenden Buchungen, die im Laufe des Geschäftsjahres noch entstehen. Und am Ende eben wird Versicherungen über G&V abgeschlossen, genauso wie immer. Und wir übertragen den Wert für das Konto Versicherung hier oben bei den Aufwendungen natürlich. Versicherung steht jetzt hier mit dem richtigen Wert in Höhe von 50 €. Und wenn wir uns jetzt mal alles nochmal vor Augen führen, was passiert ist. Wir haben genau geschafft, das, was wir auch wollten. Wir wollten ja im Vorfeld dafür sorgen, dass die richtigen Beträge bei Versicherung in den jeweiligen Jahren landen. Und durch diese ganze Operation mit dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben wir es geschafft, dass hier Versicherungen im Wert von 100 € und hier Versicherungen im Wert von 50 € landen. Damit haben wir den ersten Teil der zeitlichen Abgrenzung hinter uns. Wir haben gelernt, wie das Konto ARA funktioniert, wie man damit bucht. Es muss noch eingeübt werden und wir müssen noch die Konten PRA, also passive Rechnungsabgrenzungsposten, und die beiden anderen zeitlichen Abgrenzungskonten, sonstige Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten noch machen. Ansonsten ist diese Aufgabe erstmal hier fertig.